Seid grüßt, werte Gemeinden, herzlich willkommen zu Energy Reviews. Heute mit Müllermilch Energy. Ihr habt richtig gelesen. Müllermilch steigt jetzt also ein ins Energy Business. Wir haben uns gefragt, ist das jetzt ein Energy Drink? Definitiv nicht im herkömmlichen Sinne. Energy steht aber drauf, weil da Koffein drin ist. Und weil Energy drauf steht, sehen wir uns auf jeden Fall zuständig hierfür. Es fällt in unseren Zuständigkeitsbereich. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall gucken, wie es schmeckt. Ja, wie ihr seht, wir haben zwei Sorten, unterscheiden sich halt einmal normale dunkle Schokolade, einmal weiße Schokolade. Und was dann aber auch noch in beiden drin ist, steht hier unten klein noch drunter, ist Moringa-Extrakt. Wir mussten es nachgucken, wir haben uns eingelesen. Ist anscheinend ein neumodisches, trendyes Superfood, was angeblich Sachen beinhalten soll wie Mineralstoffe, Vitamine, Aminosäuren, Proteine. Die ganze Bandbreite. Wir haben nachgeguckt, 0,1% ist davon drin. In den Müllermilchs hier. Sie meinen es also ernst mit den Mineralstoffen. Scheinen sie nur reingetan haben, um es draufschreiben zu können. Bei manchen Leuten soll das anscheinend ziehen, wenn da Moringa-Extrakt draufsteht. Bei uns zieht, dass das Energy draufsteht. Energy müssen wir auch zu sprechen. Genau, Überleitung, cool. Nice. 21 Milligramm pro 100 Milliliter liegt damit etwa ein Drittel unter den Standard-Energies. Mhm. Also so die Energies, die man in Deutschland kriegt, haben so um die 32 Milligramm. Hier also 21. Ja. Aber ich meine, wir haben zwei. Also knallen werden sie. Leider nicht. Okay. Okay. Also es riecht in Zügen genauso wie die Müllermilch Schoko. Ja, würde ich jetzt sagen. Aber ich finde, du riechst auch ein bisschen was anderes raus. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Cheers. Der Abgang ist ja weird. Mhm. Also am Anfang erst voll Milch und dann irgendwie am Ende irgendwie, das kann ich ja gar nicht einordnen, was ist das denn? Das ist ja richtig wild, hä? Also es fängt auf jeden Fall an wie Schokomüllermilch. Mhm. Aber der Abgang ist auf jeden Fall schon merkwürdig. Also ich habe das Gefühl, der erste Schluck war ultra weird. Mhm. Und jetzt je mehr du es trinkst, desto mehr gewöhnst du dich dran und desto mehr geht's klar und schmeckt tatsächlich irgendwie jetzt fast wie normale Müllermilch. Wow! Mmh! Prösterchen! Cheers. Erstmal riechen hier. Sehr künstliche weiße Schokolade irgendwie. Da ist der Nachgeschmack gerade nicht so stark. Aber ich finde, der Grundgeschmack ist nicht so natürlich. Das stimmt. Ich finde, ich schmecke da nicht eindeutig weiße Schokolade draus irgendwie gerade. Nein. Wenn du mir jetzt sagen würdest, das schmeckt nach Erdbeere, würde ich sagen, ja. Mhm. Oder? Mhm. Also ernsthaft gerade. Aber es gibt ja die Müllermilch weiße Schokolade. Die schmeckt halt gut nach weißer Schokolade. Das ist hier keine weiße Schokolade. Ich finde aber der Nachgeschmack, der bei dem Schokodrink so störend war, ist hier nicht so störend. Ich weiß gar nicht, der ist vielleicht in Zügen auch da. Zumindest dieser Hall, der im Mund stehen bleibt, ist auch so ein bisschen da. Der ist doch vom Schokodrink übrig. Aber fällt auf jeden Fall hier nicht so auf. Das ist ein sehr weirder Geschmack, aber es ist angenehmer zu trinken. Die Müllermilch Energy Schoko schmeckt größtenteils, keine Überraschung hier, wie die normale Müllermilch Schoko. Ich finde ein bisschen weniger cremig und geschmacksintensiv wie das Original. Aber trotzdem hat man den Schokogeschmack, er schmeckt milchig, er schmeckt wie so ein richtig dicker Kakao. Vor allem im Beginn der Geschmacksexperience, im Beginn des Schluckes sozusagen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist aber der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist so ein bisschen säuerlich, bitter, unangenehm auf jeden Fall, da sind wir uns beide einig. Ja. Macht nicht den riesigsten Teil der Geschmacksexperience aus, aber vor allem zwischen den Schlücken bleibt dieser Geschmack im Mund stehen und geht nicht weg, bis man den nächsten Schluck nimmt. Wenn man die ganze Zeit weiter trinkt, dann kann man den so ein bisschen ausblenden. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Makel an dieser Müllermilch. Damit also zur genaueren Geschmacksbeschreibung des Müllermilch weiße Schokolade Energy Drinks, wenn man es so nennen mag. Denn Leute, also das, was auf der Packung da angeworben wird, das steckt meiner Meinung nach überhaupt nicht drin. Das, was da drin ist, hat mit weißer Schokolade jetzt mal so gar nichts zu tun. Ich
Also ich rieche dran, ich rieche keine weiße Schokolade, ich trinke es, es schmeckt nach so einer zuckrigen Milchpampe, ohne das, was hier draußen versprochen wird. Also vielleicht irgendwie, wir haben gesagt, so ein leichtes Erdbeeraroma, okay, einfach so ein süßes Brett, milchig. Mhm. Mehr kann ich da dem jetzt wirklich nicht abgewinnen und... Zumindest ist hier kein komischer Nachgeschmack dabei. Ja, immerhin. Oder sonst. So, einmal kurz Farbcheck. Gibt es irgendwelche Überraschungen? Ich würde sagen, nicht. Das sieht sehr kakaoig und lecker schokig aus. Ja, das ist so eine Mischung aus Milch, Vanillemilch, vielleicht weiße Schokoladenmilch, keine Ahnung. Im Endeffekt, die Farbe passt. Ja. Damit haben wir also den Zeitpunkt erreicht, an dem die Müllermilch-Schoko sich unserer Bewertung stellen muss. Wir fällen das ultimative Urteil und verglichen mit einer regulären Müllermilch ist es halt einfach nicht so gut, ja, weil sie an den originalen Geschmack nicht ranreicht, eben durch diesen komischen Nachgeschmack, der da hängen bleibt, den wir erwähnt haben. Ja. Im Vergleich zu Energies, es gibt ja teilweise auch milchbasierte Energy Drinks, zu erwähnen wären beispielsweise da die Monster Javas, die wir schon probiert haben, auch da waren die im Vergleich besser. Das heißt, Müllermilch Energy ist keine wirklich gute Müllermilch, ist kein wirklich guter milchbasierter Energy, kommt an beides nicht so richtig dran und das nimmt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Existenzgrundlage. Stimmt, wenn ich eine Müllermilch, eine nice haben will, dann hole ich mir halt irgendwie eine nice Müllermilch. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich abgehe auf Kaffee Energy, dann hole ich mir da irgendwie was Besseres. Deswegen sind wir uns auch in unserem Urteil, was dieses Getränk angeht, einig. Wir bewerten ihn beide mit einer 4 von 10. Muss man sich halt nicht unbedingt wiederholen. Kommen wir zur Bewertung von dem weißen Schoko Müllermilch Energy Drink. Ja, man wollte ihn möglichst gesund machen, deswegen wird weitestgehend auf die Zugabe von echter weißen Schokolade verzichtet, bis auf 0,5%. Das Doofe ist, sie haben den nicht reproduzieren können in irgendeiner Form. Nicht annähernd schmeckt es nach echter weißen Schokolade. Und was bleibt, ist halt ein sehr merkwürdig schmeckendes Imitat von einem süßen Milchgetränk, was aber halt nicht besonders angenehm schmeckt, eben weil man halt einfach nicht ganz versteht, worauf man hier hinaus will mit dem Geschmack. Es hat keinen deutlichen Geschmacksfehler, also hier gibt es keinen bitteren oder komischen Nachgeschmack, der bleibt. Das Zeug geht irgendwie schon runter, aber man wird einfach nur enttäuscht, wenn man sich hier mal die netten, knackigen Schokostückchen auf der Packung anguckt. Das stimmt, ja. Deswegen ist der halt unterm Strich auch schlechter bei weggekommen bei uns als der Schokodrink, eben weil der hier beim ersten Schluck direkt an das Original der Müllermilch-Schoko erinnert hat, der hier bei weitem nicht. Deswegen kriegt der von uns beiden wieder einig eine 3 von 10. So, liebste Freunde, das war's mit unserem Review. Kaufempfehlung? Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir im nächsten Video wieder einen richtigen Energy Drink trinken können. Hoffen, dass ihr mit dabei seid. Falls ihr die Müllermilch schon getrunken habt, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie die euch geschmeckt hat. Und an sich sagen wir Cheers Richtung Waschbecken, weil nicht mehr austrinken. Da, also und, stehen hier. Bis zum nächsten Mal.